Willkommen bei Extra 3 Extra. St. Petersburg. Am Rande des Treffens von Putin und Erdogan in Russland hat Erdogan den russischen Präsidenten als sein großes Vorbild bezeichnet. Er versuche ihn zu kopieren, wann immer es ginge, bis ins kleinste Verhaltensmuster. Ich bewundere dich, Vladi, wie du da sitzt. Du hast einfach die allerdicksten Eier. Das stimmt. Und Recep ist einer, mit dem kann man so richtig schön auf den Putsch schauen. Wie geheime Dokumente belegen, haben sich die beiden auf der Single-Plattform Elite-Despoten kennengelernt. Dazu Putin wörtlich. Er war außer mir der Einzige mit den Hobbys, Demonstranten niederknüppeln, Journalisten wegsperren und Pokémon Go. Auf dem Treffen verabschiedete die beiden eine gemeinsame Resolution mit folgendem Inhalt. Europa ist doof. Darauf reagierte die EU mit einer eigenen Resolution. Ihr seid immer einmal döver als wir. Und uns ist jetzt der Russland-Türkei-Experte Klaus Bräune zugeschaltet. Klaus, Putin und Erdogan waren ja lange Erzfeinde. Denken wir zum Beispiel an den Abschuss des russischen Kampfjets und vielleicht auch an die Wirtschaftssanktionen. Wie haben sich die beiden denn jetzt auf einmal verständigt? Ich denke auf Türkisch und Russisch. Vielen Dank für diese exklusive Information, Klaus Bräune. Moskau. Wladimir Putin ist unter die Autoren gegangen. In seinem autobiografischen Roman Krims Märchen verarbeitete er seine aktuelle Ukraine-Politik. Auch ein gemeinsames Buch mit Erdogan ist geplant. Der Titel: Die Politik der kleinen Tritte. Ankara. Erneuter Putschversuch in der Türkei. Nach dem Angriff eines Rebhuhns, das laut Regierungskreisen der Opposition angehören soll, greift Erdogan jetzt noch härter durch. Ich werde nicht ruhen, bis alle terroristischen Vögel eingesperrt sind. Das sind Feinde meiner Diktatur. Demokratie. Außerdem ließ Erdogan 5000 Bauern verhaften, die gerade dabei waren, ihre Felder zu düngen. Dazu ein Regierungssprecher. Diese Gülen-Bewegung muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Und das war Extra 3 Extra. Sehen Sie gleich im Anschluss den Film Vladi und Reci, zwei wie Pest und Cholera. Und damit zurück zu dir, Christian.